Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warships. Heute mit einem Zuschauer-Replay. Wir haben hier Freiherr von Richthofen, der sein New Mexico ausführt, Stufe 7 Schlachtschiff, US Navy. Und damit ist er hier einer von den Verlierern in diesem Matchup, weil da sind nämlich auch ein paar Siebener dabei. Ein Haufen Miyokos, Hatsuharu haben wir hier und ja, natürlich auch ein paar andere Schlachtschiffe. Ich habe es mir vorher nicht angeschaut. Ich werde also genauso von der ganzen Geschichte hier überrascht sein vom Verlauf wie ihr. Wir werden also hier mal schauen, wie sich es entwickelt. Was ist das eigentlich, was die auf den Türmen haben? Mal gerade nachschauen. Wahrscheinlich so eine Art Flöße oder sowas. Bei den Amis ist es ja oft so, hier an der Seite habt ihr ja diese Beiboote. Die machen die Amis gerne. Ich nehme mal an, dass das auch sowas in der Art sein wird. Das Lustige ist ja bei der Türpitz, da ist da noch ein 20 mm Flak-Feeling drauf montiert. Ich frage mich immer, wie die Munition da hochbekommen. Es ist halt ein ziemlich beschissener Weg. Noch ein bisschen exponiert vielleicht. Naja. Aber als Flak-Schütze bist du ohnehin ziemlich gearscht, wenn der Gegner anfängt, auf das Schiff zu schießen. Eine recht ungeschützte Position. So, was haben wir da drüben? Oh, da hat jemand an der Season teilgenommen. Die Nagato von Zen, noch eine Nagato von Pro. Ich hätte auch gerne eine Nagato, wenn ich ehrlich bin. Ich bin gerade an der Fuso dran. Gerade erst angefangen. Aber schon das eine oder andere interessante Spiel gehabt. Aber Stock ist das Teil echt ein bisschen übel. Ich weiß nicht, ob die hier Stock ist. Es kann sein, dass es mir auch mit dazu geschrieben hat. Also ich habe mittlerweile tatsächlich einige Replays bei mir liegen, die ich noch zeigen, bearbeiten will und muss. Und ich kann mir tatsächlich nicht alles merken. Ist, denke ich, auch gar nicht so extremst relevant. Interessant ist halt immer für mich noch am Ende mal den Screenshot zu zeigen, wie es denn verlaufen ist. Ja, und ansonsten geht jetzt hier auf die linke Seite. Zusammen mit dem Großteil des Teams und auch fast allen anderen Schlachtschiffen. Rechts ist nur die Colorado. Und da wurde er denn jetzt hingeschossen? Entweder war da die Anzeige total falsch, oder er schießt auf die Miyoko, ne? Oh, könnte auch was treffen, mal schauen. Ah, der obligatorische Tausender. Mindestens ein Treffer. Naja, ist besser als nichts. Der hat sich da halt weggedreht. Da könnte er die Fuso probieren. Ist recht günstig, die dreht sich jetzt auch zu. Die scheint übrigens Stock zu sein, also so sieht meine auch aus. Plus minus der verbesserten Maschine, die ich eingebaut habe, ist übelst langsam das Ding. Da bekommt man Albträume, erinnert sich an die rechten alten Zeiten mit den ersten Schlachtschiffen. Also hier hat er wirklich sehr gute Chancen jetzt, dieses Teil zu bekämpfen. Hätte allerdings weiter vorhalten müssen wohl. Ja, mal schauen, na doch, er könnte. Na, Zitadellentreffer, wie um mich zu widerlegen. 10.500, nicht schlecht, er spricht wohl gut. Hohe Flugbahn. Das Panzerungslayout bei der Fuso ist, glaube ich, ein bisschen bescheiden. Und das hat jetzt da drüben gerade richtig wehgetan auch. Er sollte übrigens noch nicht mal zurückschießen können, wenn er wirklich Stock ist. Muss er sein. Leider nahe gibt es erst mit den, na, mit dem C-Rumpf. Also der ist jetzt wirklich ziemlich gearscht. Nächster Versuch. Sieht auch nicht schlecht aus. Kommen gut. Könnte ein schöner Treffer dabei sein. Hat jetzt ja auch gestoppt. Wow, und nochmal, selbes Programm. Wow, allein der Zitadellentreffer und jetzt die anderen Türme. Also die Fuso dürfte jeden Moment rausgehen. Wenn nicht so, dann durch die Torpedos. Und ja, er hat da leider ein bisschen Pech. Der geht noch vorbei, ja? Oder ist verhungert. Haben wir jetzt leider nicht mehr gesehen. Was hat sie noch? 4000? Ist jetzt auch im Brennen. Also jeden Moment ist es mit der Fuso vorbei. Wirklich sehr, sehr schöne Treffer. Wunderbar. Ah, eventuell hat er jetzt die Chance. Und nein. So sieht das dann auch immer aus, wenn ich mein Glück probiere. Davor, dahinter, rechts, links, daneben. Ah, aber die wird sich dann jetzt auch zu Tode brennen. Wenn die Granaten nicht einschlagen, dann verbrennt er gleich. Ja, und das war das Feuer. Ihr habt ja jetzt gesehen, da waren zwei wirklich glückliche Treffer dabei, die auch einen schönen Schaden gemacht haben. Und dann bei drei Salven einfach gar nichts mehr. Und das kann eben auch passieren. Ne? Man steckt nicht so ganz drin. Die Erober, ja, die bietet sich jetzt natürlich auch als Ziel an, zeigt hier schön die Breitseite. Demzufolge auch eine schöne
Gelegenheit, hier auf die Zitadelle zu kommen. Interessant, dass er jetzt hier so lahmarschig unterwegs ist. Ja, aber nur der allseits geliebte obligatorische Tausender. Sollte vielleicht ein bisschen weiter vorhalten, wenn die Aobervölker es gibt, dann, ja. Ich glaube, das ist nicht ganz so gut. Aber ganz gut, dass er sich jetzt ein bisschen zurückfallen lässt, weil wenn er jetzt weiter vorgeht, dann ist er halt das Spitzenschiff und ja, wir wissen ja, wie das ist. Das Spitzenschiff ist immer das, was auf die Fresse bekommt, damit die anderen Spaß haben können. Oh, interessant, er hat auch hier, wie heißt das, Situationsbewusstsein drin? Einem Schlachtschiff. Ne? Also ich habe schon Builds gesehen, wo Leute das beim, bei ihrem Kapitän beim Kreuzer drin haben. Das kann ich auch nachvollziehen, warum. Aber beim Schlachtschiff habe ich es ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Auch beim Flugzeugträger gibt es ja so Ideen, dass man einfach sieht, okay, da kommt jetzt irgendwie ein Zerstörer, der hat mich aufgemacht. Und nicht erst, wenn die Torpedos einschlagen. Eine interessante Entscheidung. Na ja, gut. Schauen wir mal. Tauber, nächster Versuch. Wieder zwei Türme. Die vorderen dieses Mal. Und mal schauen, könnte klappen. Ah. Sogar zu weit tatsächlich an der Stelle. Ja, das ist die ganze Zeit lang auf. Ist halt das Schicksal eines Schlachtschiffs auch. Ja, die Gegner machen das dann nicht ganz so toll. Das Problem ist natürlich auch, die kriegen es noch von der Nagato, der Miyoko, der Gleefland. Die hat Suharu, macht da noch rum. Nicht so die beste Situation. Aber es steht von den Schiffen her zumindest immer noch 1:1. Ja, das könnte ein bisschen zu weit gewesen sein. Ja. Mal schauen, die könnte es doch total schwer einzuschätzen. Ja, doch, die ist auch wieder zu weit. Ja, der ist nach vorne abgedreht. Er hat quasi so geschossen, als würde der Gegner weiterhin geradeaus fahren, aber er hat sich eingedreht. Ja, ist ein bisschen ärgerlich. Da sind wir jetzt auch außerhalb der Reichweite, geht nichts mehr. Ist jetzt auch wieder zugegangen in dem Moment. Aufklärer geht hoch, um nochmal schießen zu können. Muss er jetzt aufpassen, auch ein bisschen nach hinten quasi halten, weil die dreht sich weg. Schauen wir mal. Jetzt hat er natürlich das Problem mit der Insel da drüben. Und, wie sieht's aus? Zwei Treffer, aber haben die überhaupt Schaden gemacht? Wenn dann wahrscheinlich nicht so extrem viel. Na, die Türpitz dreht sich auch weg. Verständlich, angesichts der Gesundheit, die sie noch hat, ist nicht mehr viel über von ihr. Na, mal schauen, vielleicht kann er bei der Ober noch mal ein bisschen Löcher in den Rumpf schlagen. Die ist auch sehr dicht da am Festland. Also wenn, dann wird es wehtun. So viel steht fest. Ah, aber zu weit, genau. Doch, jetzt nicht unbedingt ein einfacher Schuss. Die schönen Gelegenheiten, die hatten wir vorhin. Mal schauen, ob da was trifft. Ja. Na, jetzt seht ihr halt genau das Gegenteil von den schönen Treffern von vorhin. Hat er noch keinen Kill bisher? Der Ober würde sich da natürlich jetzt anbieten. Die zeigt jetzt auch die Seite. Das heißt, jetzt haben wir wirklich eine gute Gelegenheit, mal einen Treffer auf die Zitadelle zu landen. Muss jetzt ein bisschen aufpassen mit der Insel, genau. Könnten gut kommen, geht wieder zu weit. Ja. Also er hat da ein bisschen Probleme, die seitliche Bewegung einzuschätzen. Und das dürfte zu kurz werden, ne? Ah, doch, 2000. Ah, immerhin. Immerhin. Die Ober wird jetzt erstmal hinter der Insel abtauchen, aber wenn sie vorkommt, dann kann er ihr die richtige Kelle verpassen. Bis dahin sollten noch die Geschütze wieder nachgeladen sein. Vorderer Turm auf jeden Fall. Ja, scheint doch ein bisschen Feuer an Bord zu haben, der Kollege. Also die Ober ist auf jeden Fall tot. Es geht jetzt nur noch um die Frage, wer bringt sie denn letztlich um? Der, das könnte sehr gut passen. Oh, wenn der trifft, dann war's das. Jawohl. Sehr schön. Aber da habt ihr auch gesehen, der Vorhaltewinkel hat einfach gepasst. Weit genug vorwärts und auch die, ja, wie soll man sagen, tiefer, entferner, weiter entfernter Winkel, keine Ahnung, hat da sehr gut hingehauen. Also hier war tatsächlich alles gut. Oh, da wird jemand vielleicht auch wieder einen Besuch bekommen, ne? Jupp. Boah, boah. Ja, der Rest könnte sich hier auch wegsnacken. Ich bin mir nicht sicher, ob der noch am Rand ist. Würde natürlich bedeuten, er ist langsamer unterwegs. Mal 2, aber da stehen jetzt noch gut 9000 Trefferpunkte. Unser lieber Herr Richthofen hier, der hat eigentlich noch gar nichts verloren. Also
Die sollte auf jeden Fall bekommen. Da ist auch nicht groß Konkurrenz. Ein bisschen aufpassen muss er rechts auf die Torpedobomber, die gerade im Anflug sind. Vielleicht mal kurz Priorität draufsetzen. So, das ist von der Flak. Jetzt Feuer von der Türbitz. Türbitz? Wahrscheinlich von der Türbitz. Ja, hat er jetzt leider nicht aufgepasst. Er hätte sich einfach ein bisschen, ja, den Torpedobomber noch Möglichkeit immer Bug oder Heck zeigen. Aber glücklicherweise waren da eigene Jäger am Start und so kann er sich jetzt hier, indem er die Geschwindigkeit runtersetzt, immerhin nur einen einzigen Treffer genehmigen. Die anderen hauen daneben. Also da haben jetzt wirklich die Jäger viel gerettet. Ansonsten wäre das etwas schmerzhafter geworden. Die dürfte sich doch totbrennen. Ich denke nicht, dass er nochmal schießen kann, genau. Aber 45.000 Schaden haben wir schon. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Und insofern gesehen auf jeden Fall auch okay. Jetzt mal schauen, er hätte jetzt natürlich die Möglichkeit, auf die Turbits loszugehen. Die hat nicht mehr viel. Wäre auch ein ganz guter Kill. Oder eben nach unten fahren und sich mit der New Mexico und der Mogami anlegen. Irgendwo treibt sich da hinten noch eine Cleveland rum. Und den Träger haben wir bisher noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Die Frage, wo der ist. Wahrscheinlich A, B, C. So 6, 7, 8, 9 in dem Bereich. Könnte mir vorstellen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht geachtet, wo seine Flugzeuge herkommen. Das ist halt immer ein sehr guter Indikator. Wo findet man in der Regel jeden Träger? Aber da sind auch schon ein paar eigene Flugzeuge auf dem Weg zur Tirpitz. Muss man sich ein bisschen beeilen. Ja, die Entscheidung hierfür heißt jetzt natürlich auch, dass man hier unten dem Gegner weitgehend freie Bahn lässt. Ist auch interessant, wie ausgeglichen das Spiel tatsächlich immer noch ist. Sind relativ viele Zerstörer noch hier auf der Seite vom Freiherr. Da drüben sind es eher die Kreuzer. Na, schauen wir mal. Der Flugzeugträger könnte halt auch ins Gras beißen, wenn es doof läuft. Eventuell schon in der Reichweite. Mit einem Move Left. Ja, das hat er schon vorher machen müssen. Er ist tatsächlich sehr spät dran hier. Yep. Und da ist die Turbis raus. Das war eigentlich fast ein bisschen absehbar. Insofern gesehen ist er jetzt halt in keiner guten Position. Wird jetzt sicherlich zurückfahren. Und versuchen, da was auf die New Mexico zu schmeißen oder die Mogami. Siegespunkt technisch ist allerdings Führung. Das passt also. So, mal schauen. Vorteil ist natürlich auch, dass jetzt noch zwei Zerstörer da sind. Cappen wäre eigentlich eher was für Death and Cap, beides. Ja, das ist die Adolf Hitler Strategie. Wir wollen alles, aber wir haben nicht die Kräfte dafür. Aber das macht nichts, wir wollen trotzdem alles haben. Das wäre halt Zerstörerarbeit jetzt, ne? Da mal schnell hochzufahren und zu sagen, jo, das passt, den räumen wir weg. Kommen wir nochmal Torpedoflugzeuge. Das ist natürlich ganz nett, ne? Da weiß er jetzt halt tatsächlich, ja, ich bin auf, weil da ein Flugzeug kommt. Jetzt hieße es eigentlich wieder, sich mit dem Arsch mal Richtung Gegner drehen. Das wäre sehr vom Vorteil. Aber da scheint er wieder nicht so. Naja, gut. Muss man natürlich sagen, da waren jetzt auch die Jäger am Start, insofern gesehen passt das. Das ist jetzt die Gelegenheit, die Mogami rauszunehmen, wenn sie nicht so schon platzt. Aber ich denke mal, das war viel zu weit vorgehalten. Ist halt auch jeden Moment tot. Also wenn, dann jetzt. Die hinteren Türme sind halt auch überhaupt noch nicht wirklich eingedreht. Ja, der scheint doch zu stoppen, warum auch immer. Vielleicht ist der die Maschine kaputt. Fährt rückwärts sogar. Wieder vorwärts? What the fuck macht er da? Das ist ja sehr spannend. Ja, aber das sollte es nun wirklich sein. Das oder der Torpedo, der da gerade kommt. 3, 2, 1. Jawohl. Und noch ein Zitadellentreffer. Waren halt nur noch 2000. Ja. Und da kommen Cleveland und New Mexico. Was machen die Zerstörer eigentlich? Die stellen sich ein bisschen dabbig an.
könnten mindestens vielleicht mal den Träger einsmoken, wenn ihr sonst nichts mehr einfällt. Einer ist auch schon raus. Ah, es wird tatsächlich nochmal spannend hier. Einmal zwischen den Inseln durch. Und es könnte auch in die Seite reingehen. Aua, 5000. Haben wir noch Glück gehabt. Und Basisverteidigung. Das ist jetzt tatsächlich auch wichtig, da den Cap zurückzusetzen. Auch, wow, ouch. Auch etwas, was der Träger sehr gut kann mit den Sturzkampfbombern. Ne? Einfach eine Bombe reicht ja schon und der Cap ist wieder zurück. Eventuell müsste jetzt auch die Hatsuharu, auch wenn es mir natürlich nicht leicht fallen wird, hier einfach mal mit den Hauptgeschützen reinhauen. Nur ein Treffer und gut ist. Das würde ja schon helfen. Okay. Wow, der geht wirklich noch über die Kuppe rüber. Wow, und ein Zitadellentreffer. Alter. Der war glücklich. Das dürfte es jetzt eigentlich auch schon gewesen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Cleveland das übersteht. Okay. Ja. So hatten wir nicht gewettet, sagt die Cleveland. Macht er eigentlich auch relativ geschickt. Wow. Und nochmal. Aber der Cap ist halt mal wieder zurückgesetzt. Und wir nehmen uns den 70.000 Schaden. Also das läuft wirklich ziemlich gut hier. Träger scheint auch noch ein paar Torpedobomber an Bord zu haben. Das ist natürlich auch sehr nett. Ja, die Cleveland, die kann sich jetzt eigentlich nur verstecken. Gut, das, ja. Autsch. Ein schöner Torpedotreffer. Auf der New Mexico. Sieht auch nicht mehr so ganz taufrisch aus. Dieses Replay. Wow. Ich gehe mal nicht davon aus, dass er das wirklich im Spiel gemacht hat. Ja, die New Mexico geht jetzt ein bisschen an Torpedos zugrunde. Und es sieht nicht aus, als würde der Capping-Plan noch aufgehen. Aber die Cleveland macht das jetzt geschickt. Bringt die Insel zwischen sich und diesem bösartigen Schlachtschiff, was sie da umbringen will. Sehen wir leider auch nicht, ob er eventuell noch ein Torpedo trifft. Ja, doch. Sehr schön. Also ziehen wir Mexiko innerhalb kürzester Zeit auch ganz schön dahingerafft. Aber er fährt jetzt rein, das ist gut. Und die letzte Hatsuharu gibt da ja auch ihr Möglichstes. Ja, Cleveland First. Das Problem ist halt, erstmal auf die entsprechende Distanz zu kommen. Also sie stehen jetzt halt drin. Vom Gegner ist nicht mehr viel übrig, also das werden jetzt, denke ich, zwei relativ sichere Kills noch werden. Für unseren Edelschlachter hier. Hat auch auf HE gewechselt. Das sollte es auch sein. Woll, zerstört. Fachgerecht zersägt. Ja genau, für den Flugzeugträger ist die Cleveland natürlich ein Problem. Das ist jetzt interessanterweise hier drin. Hätte natürlich auf AP wechseln können, aber okay. Tja, und da ist die New Mexico. Und die New Mexico ist unnett, einfach mal das Heck zu zeigen. Da sind noch ein paar Torpedos unterwegs. Da dreht er sich jetzt auch rein, was es eigentlich nicht besser macht. Also mit AP wäre sie jetzt auf jeden Fall weg. Das ist ein Schuss auf der Entfernung, den kann man gar nicht versemmeln. Ihr seht, wo die hingehen. Wenn das jetzt AP gewesen wäre, wäre er hingewiesen. Aber die 12.000, das geht auch mit HE. Ja, 82.000 Schaden bis dato. Nicht schlecht, Herr Specht. Das große Problem ist natürlich folgendes. Das alles reicht bedingt. Im Endeffekt geht es natürlich darum, die Punkte zu erobern. Und das wäre eigentlich etwas, wo der Zerstörer seine Aufgabe hätte. Der müsste jetzt mal Vollgas geben. Und zusehen, dass er da sich auf den Weg macht. Er könnte es jetzt hier mal über den Kanal probieren, schauen, vielleicht klappt's. Kann klappen. Ist halt natürlich auch ein bisschen riskant natürlich. Wenn er jetzt noch, ich weiß gar nicht, wir haben von dem Flugzeugträger lange nichts mehr gesehen. Also es kann durchaus sein, dass er gar keine Flugzeuge mehr hat. Aber wenn, ja, so ein Torpedo, gut, da ist halt auch relativ wenig Platz. Aber wenn das sich ein bisschen geschickt anstellt, ein Schlachtschiff in dem Kanal drin ist, dann tut es natürlich weh. Ja, und die Uhr sagt aber, dass das wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen wird. Das Ding geht noch 30 Sekunden. Und in der Zeit
ist kein Schlachtschiff der Welt einmal über die halbe Karte gefahren. Das wird nicht funktionieren. Wird also sehr, sehr wahrscheinlich bei den 82.960 Schaden bleiben. Flugzeug. Das ist natürlich auch nett. So kann er nochmal hier. Die Frage ist, ob die Rohrerhöhung reicht. Oder ob die Granaten da an der Insel hängen bleiben. Das habe ich mir fast gedacht. Gehe nämlich in die Botanik. Ja, und damit ist das Ding jetzt an der Stelle auch beendet. Wir schauen mal in die Endstatistik rein. Hat dann also doch relativ eindeutig für den Sieg gereicht. Wir haben hier also erstmal bekommen 265.000 Credits, 7.668 XP, ein bisschen freie XP. 35 Granaten haben getroffen. Ein Flugzeug ist abgeschossen worden. Mit nebenbei hat man halt mitgenommen. Wir haben einen Ausfall, vier Gegner zerstört, vier Zitadellentreffer und sechsmal die Basisverteidigung, die auch sehr, sehr wichtig war. Dazu natürlich noch ein paar Aufträge, was dann auch die hohe Gesamt-XP erklärt. Basis-XP ist nämlich in Anführungszeichen nur 1704, ist aber immer noch locker der Sieg. Und ja, wer Bedarf verspürt, sich die genaue Schadensaufteilung nochmal anzuschauen, der kann das hier an dieser Stelle tun. Wobei ich mich ehrlich gesagt frage, ob er mir hier das Richtige mitgeschickt hat, weil da ist lediglich ein AP-Schaden aufgeführt. Das müssen die falschen Screenshots sein. Das sind auch die falschen. Weil er hat ja auch mit HE-Schaden gemacht. Der Rest stimmt aber, ne? Die Versenkung. Man weiß es nicht. Ist auch egal. Das war's also an dieser Stelle. Danke fürs Zuschicken. Wenn ihr auch eins habt, einfach an die E-Mail-Adresse. Und ja, dann werde ich es natürlich auch gerne dir zeigen. Das war's erstmal von meiner Seite. Ich verabschiede mich. Ciao, ciao.